Christian Dürr für die FDP-Fraktion und wir machen sofort weiter hier im, in der Westlobby des Deutschen Bundestages. Und ich freue mich, dass bei mir sind Agnieszka Brugger, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, und Johann Wadephul ist bei uns, der Fraktionsvize der CDU-CSU-Fraktion. Beide sind Spezialisten für das Thema Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik und deswegen natürlich an diesem Morgen ganz besonders gefragt. Frau Brugger, wenn Sie entscheiden könnten, ganz nach eigenen Vorstellungen, völlig frei von äußeren Einflüssen, welche Entscheidung würden Sie heute treffen? Die Entscheidung, die wir auch getroffen haben in der Bundesregierung, nämlich die Ukraine mit all dem, was nur irgendwie möglich ist, jetzt in diesen schwierigen Stunden unter diesem brutalen Angriffskrieg mit den leidenden Menschen zu unterstützen und die härtesten Sanktionen zu verhängen, die es je gab, und auch die Lieferung von Waffen zu genehmigen. Wie einig sind Sie sich da in Ihrer Partei insgesamt? Oder ich komme ja direkt aus der Fraktionssitzung. Es gab wirklich einhellige Unterstützung für diesen Kurs. Es wird ja auch gleich eine gemeinsame Entschließung des Bundestages geben von den Koalitionsfraktionen, aber auch gemeinsam mit der Opposition. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass es gelingt, an diesem schwierigen Tag auch ein solches starkes Zeichen der Einigkeit aus dem deutschen Parlament, der Solidarität mit der Ukraine und der wirklich größten Verurteilung dieses brutalen Angriffskrieges auszusenden. Mit der gesamten Opposition oder mit großen Teilen der Opposition? Müssen wir mal beobachten. Der demokratischen Opposition. Müssen wir mal beobachten im Laufe der Sitzung, die um 11 Uhr beginnt. Herr Wadephul, Ihre frühere Parteivorsitzende und frühere Verteidigungsministerin hat dieser Tage getwittert: Ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. Wie wütend sind Sie? Ja, die Wut kann man verstehen. Das ist schon richtig. Wir hätten mehr machen können und müssen. Das ging nicht. Wieso ging es nicht? Naja, die politischen Mehrheiten dafür waren nicht da. Wir haben auch immer wieder in der letzten Koalition versucht, die SPD zu überzeugen, mehr zu machen. Da gab es Widerstand. Sie haben die Kanzlerin gestellt. Ja, wir haben die Kanzlerin gestellt. Die Kanzlerin hat es auch unterstützt. Wir haben immer wieder gesagt, Wales gilt, die berühmten 2%. Es muss mehr ausgegeben werden dafür. Es war schwer durchzusetzen. Aber wir sind jetzt an einem, Herr Schäfer, wir sind an einem neuen Punkt. Wir unterstützen gerne das, was die Ampelkoalition jetzt macht. Weil in der Situation nicht nur die internationale Gemeinschaft, sondern auch der Bundestag im demokratischen Spektrum zusammenstehen muss. Und wir hören ja auch aus der Ampel wirklich glaubwürdige Zusagen für die Bundeswehr, für die Zukunft. Und da müssen wir gemeinsam anpacken. Ich glaube, das ist auch eine gemeinsame Aufgabe, jetzt einfach die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu verbessern. Mhm. Das ist wichtig, das ist essentiell, lebenswichtig im engeren Sinne sogar für uns. Und ich denke, da gibt es auch Gemeinsamkeiten. Ich möchte diese Wut überwinden durch Produktivität in die Zukunft. Ich muss diesen einen Punkt natürlich trotzdem sagen. Auch die Bundeskanzlerin hat Nord Stream 2 sehr unterstützt. Also das wollen wir dann auch nicht vergessen. Also das, was jetzt auf der Sanktionsliste steht. Das will niemand bestreiten. Das hat Wirtschaftsminister Gabriel sehr nach vorne weil sie so in die Richtung SPD jetzt geschoben hat. Ich meine, das will ich schon noch sagen. Erstens, Wirtschaftsminister Gabriel, Klammer auf, SPD-Vorsitzender damals, Klammer zu, hat wesentlich Nord Stream 2 protegiert. Die Kanzlerin hat das mitgemacht. Das muss man in der Tat einräumen. Und auch in der Tat haben wir natürlich die Koalitionsfrage über den Verteidigungshaushalt nicht gestellt. Das kann man im Nachhinein bedauern. Mhm. Aber maximalen Druck haben wir schon immer gemacht. Also die Bundeswehr ist wichtig. Gucken wir nach vorne, Frau Brugger. Wie bewerten Sie denn die Entscheidungen, die jetzt getroffen worden sind? Und was erwarten Sie von denen oder was erhoffen Sie zumindest von denen, dass sie wirklich was bewirken, dass Russland und Wladimir Putin die Angriffe auf die Ukraine einstellen in absehbarer Zeit? Wir müssen jetzt wirklich alles dafür tun, um einzuwirken darauf, dass diese brutale Gewalt aufhört und dass die Menschen in der Ukraine sich selbst verteidigen und selbst schützen können. Und natürlich wirken die Sanktionen nicht von heute auf morgen, aber sie sind sehr hart. Sie werden auch die russische Wirtschaft in aller Härte treffen über die Frage Technologietransfer, Zugang zu Technologien bis hin zu der Abkoppelung von Banken. Und natürlich ist die Hoffnung, dass es auch gelingt, ein starkes Zeichen der Weltgemeinschaft auszusenden angesichts der Beratung in den Vereinten Nationen. Denn das ist wirklich der Bruch des Völkerrechts. Und wenn wir Berichte hören über den Einsatz von Streumunition, dann ist es auch der Bruch des humanitären Völkerrechts. Und hier kann man auch als Weltgemeinschaft nicht einfach zuschauen. Deshalb ist es richtig, hier eine sehr breite Allianz der Entschiedenheit und der Entschlossenheit weltweit zu schmieden. Warum, Herr Wadephul, helfen die Waffenlieferungen jetzt? Mitte der Woche hatten Sie noch gesagt, ich glaube sogar bei uns. Es kommt eigentlich zu spät. Man hätte für sehr viel früher die Waffen liefern müssen an die Ukraine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Naja, wir haben dafür früher plädiert, das zu machen. Wir haben vor 2 Wochen hier eine Debatte im Deutschen Bundestag gehabt, wo die Unionsfraktion schon dafür plädiert hat, Waffenlieferungen aufzunehmen.
Damals gab es noch Widerstand, jetzt geschieht es. Es ist nie zu spät. Es gibt ja erstaunlichen Widerstand der ukrainischen Armee. Und wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dann sind wir, glaube ich, politisch, moralisch verpflichtet, das zu machen. Was sind Ihre Erwartungen, dass das alles, ob das aufgeht? Dieselbe Frage, die ich eben an Frau Brugger auch gestellt habe. Es gibt ja eine Solidarisierung mit der Ukraine, die überwältigend ist. Und zwar nicht nur in der westlichen Welt, da auch überall Demonstrationen, sondern sogar innerhalb Russlands, innerhalb auch vieler Nachbarstaaten. Viele dort merken, da wird ein Brudervolk angegriffen, ohne richtigen Grund, sogar noch mit einer perfiden Begründung. Man müsste eine Entnazifizierung vorantreiben. Also ich glaube, der Schuss im wahrsten Sinne des Wortes kann für Putin auch nach hinten losgehen. Der Bundeskanzler, Frau Brugger, hat von einer Zeitenwende gesprochen in einer Erklärung gestern. Ich habe vorhin in der Moderation schon mal gesagt, dass Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik müssen im Grunde vom Kopf auf die Füße gestellt werden bzw. völlig neu ausgerichtet werden. Was ist das Dringlichste, was in Deutschland passieren muss? Wir müssen auf jeden Fall sehr klar haben, was hier gerade passiert. Ein brutaler Angriffskrieg auf unserem Kontinent. Wir müssen die Maßnahmen zum Schutz des Bündnisgebietes und auch unserer NATO-Partnerinnen und Partner verstärken. Auch dazu sind eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Und natürlich müssen wir dafür sorgen, dass Sicherheit uns mehr wert ist, und zwar Sicherheit in all ihren Dimensionen. Da geht es natürlich um den Verteidigungsetat, aber auch um Energiesouveränität, um Diplomatie, um Entwicklungszusammenarbeit, um humanitäre Hilfe, wenn wir natürlich auch das sehen, was gerade an der Grenze passiert. Aber im Vordergrund, Herr Wadephul, scheint ja zu stehen, die Bundeswehr völlig neu aufzustellen, als das, wie es in den vergangenen fast Jahrzehnten oder sagen wir mal zumindest zwei Jahrzehnten der Fall gewesen ist, als man sich auf Auslandseinsätze konzentriert hat. Jetzt rückt wieder Bündnis- und Landesverteidigung in den Vordergrund. Was ist nötig und was ist schnell realisierbar? Naja, die Landes- und Bündnisverteidigung haben wir schon 2014 wieder nach vorne gestellt und mit Trendwenden begonnen. Aber das muss konsequent fortgeführt werden. Es ist alles am Ende gar nicht so schwer. Dieser Tage hat ein Rüstungsunternehmen aus Deutschland 50 Flugabwehrpanzer der Ukraine zur Verfügung gestellt oder gesagt, die könnten sie erwerben. Die könnte auch Deutschland sofort kaufen und dann hätten wir wieder eine Fähigkeit, die uns jetzt fehlt. Ich sage das nur als Beispiel dafür. Es gibt ganz einfache, schnelle Maßnahmen, damit Deutschland wirklich wieder eine Bundeswehr hat, die das erfüllen kann, was ihr Kernauftrag ist, nämlich Deutschland zu verteidigen und das Bündnisgebiet zu verteidigen. Ist eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland im Moment vorstellbar? Ist es für mich auf absehbare Zeit nicht vorstellbar. Wladimir Putin hat nicht nur mit diesem brutalen Angriffskrieg die Menschen in der Ukraine attackiert, sondern er hat eigentlich wirklich zersprengt, was über Jahrzehnte unser Verständnis von Sicherheit in Europa ausgemacht hat, nämlich über Rüstungskontrolle, über Abrüstung, über Diplomatie und Gespräche, gemeinsam Sicherheit für alle zu organisieren. Und das ist wirklich eine Zäsur. Was heißt das für die NATO, Herr Wadephul? Die NATO hat eine neue Berechtigung bekommen. Viele Staaten wollen hinein. Das Bekenntnis zur NATO ist in allen Mitgliedstaaten sehr groß. Sie ist nicht, wie Trump mal gesagt hat, obsolet, sondern wichtiger denn je. Es ging gestern einmal in Meldungen rum, die Ukraine als Beitrittskandidat für die Europäische Union zu benennen oder in Augenschein zu nehmen oder sich das Ganze vorzustellen. Wie realistisch ist eine solche Idee? Und was würde sie bedeuten für innerhalb dieses Konflikts jetzt? Also jetzt unmittelbar sozusagen stehen ganz andere Fragen im Vordergrund, aber natürlich all die Argumente, mit denen man zu der Frage NATO-Beitritt, EU-Perspektive für die Ukraine bisher argumentiert hat, auch die stehen in Frage. Auch hier hat sich die Lage vollkommen verändert und natürlich gehört die Ukraine zu unserem Europa dazu und braucht die Solidarität aller europäischen Staaten jetzt mehr denn je. Ihre Sicht? Ja, ich glaube, das ist vollkommen klar. Wir müssen zur Ukraine stehen. Aber jetzt die Illusion zu wecken, dass die Ukraine morgen in die NATO eintreten könnte, EU. Auch in die EU, beides erfordert Voraussetzungen, die wir jetzt nicht sofort erfüllen können. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, die Ukraine zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie stabil ist. Die EU ist immer darauf ausgerichtet, auch die Staaten aufzunehmen, die zu ihr kommen wollen. Ich glaube, das wichtigste Signal wäre jetzt zum Beispiel auf dem westlichen Balkan voranzukommen. Da gibt es etliche Staaten, die zu uns kommen wollen. Das kann man schnell, das kann man zügig machen. Wir sind, das merken wir jetzt, in einem Wettstreit mit Russland, übrigens auch mit China. Und der Westen muss einen Zahn zulegen. Die Bundesregierung, der Bundeskanzler hat lange gezögert, so heißt es immer, was beispielsweise das Einbeziehen von SWIFT in die Sanktionsliste angeht. Nun hat man sich dafür entschieden.
Wird das reichen oder denken Sie, es müssen noch sehr viel härtere Sanktionen folgen in absehbarer Zeit? Es wird wirklich alles geprüft, was möglich ist. Natürlich sind emotionale Tweets immer schnell abgesendet, aber die Bundesregierung muss dafür Sorge tragen, dass solche Sanktionen wirklich auch wirken, dass sie zielgenau diejenigen treffen, die auch dadurch bestraft werden sollen, dass sie rechtssicher sind und dass wir die Kollateralschäden beherrschen und diese Maßnahmen auch durchhalten können. Aber ich glaube, es wird eine kontinuierliche Debatte geben, was die nächsten Maßnahmen sein werden. Ihr Vorsitzender Merz hat vor nicht allzu langer Zeit noch von der Atombombe in Anführungszeichen gesprochen, die SWIFT bedeuten würde. Auch das war ja Bedenken, dass es die Falschen trifft, auch seitens der Bundesregierung und des Kanzlers. Jetzt wie alternativlos? Ja, wir müssen das jetzt machen. Das wird uns auch treffen. Darauf hat Friedrich Merz hingewiesen. Das muss man sehen. Aber ich meine, wenn wir sehen, was die Ukraine in Kauf nimmt, dann sind das marginale Schäden, die wir hier zu gewärtigen haben. Wir müssen jetzt wirklich für die Freiheit und für den Frieden wirklich alles in die Waagschale werfen. Und dazu gehört SWIFT in jedem Fall dazu. Da relativieren sich dann manche Dinge. Und nichtsdestotrotz können wir die Auswirkungen von all dem, was jetzt im Moment angestoßen wird und in die Bahn gebracht wird, natürlich überhaupt nicht absehen. Herr Wadephul, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Auch Ihnen, Frau Brugger, vielen Dank. Sie dürfen jetzt in aller Ruhe reingehen, denn die Sitzung hat noch nicht angefangen, tut es aber gleich. Deswegen dürfen Sie sofort losgehen. Vielen Dank Ihnen, dass Sie heute Morgen hier gewesen sind.